Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion, am letzten Samstag bin ich von Hamm mit dem Zug nach Hannover gefahren, um ein partei- und länderübergreifendes Treffen aller Abgeordneten mit Behinderungen zu besuchen. Meine Reise mit dem Zug war ähnlich wie viele bisher. Dazu gehörte auch das Problem, vor dem ich stand. Vom Bahnhof Hannover sollte meine Reise mit der Straßenbahn weitergehen. Dazu wäre es nötig gewesen, mit dem Fahrstuhl ein Stockwerk tiefer zu fahren. Problem: Der Fahrstuhl ist defekt. Viele von euch kennen mich und wissen, häufig durch ein Live-Erlebnis, dass ich ein pragmatischer Typ bin und genügend Kraft und Mut besitze, um in solchen Situationen die Rolltreppe nutzen zu können. Als Rollstuhlfahrer, wohlgemerkt, tatsächlich körperlich anstrengend und nicht immer unfallfrei durchführbar. Am Straßenbahngleis angelangt, stellte sich dann heraus, falsches Gleis. Somit ging es für mich, natürlich mit der Rolltreppe, wieder nach oben, Gleiswechsel. Doch nun stand ich vor einem Problem, das nicht mehr lösbar war. An diesem war neben dem Fahrstuhl auch die Rolltreppe kaputt. Das Ende meiner Reise mit dem ÖPNV. Ich rollte die 20 Minuten vom Bahnhof zum niedersächsischen Landtag und verspätete mich. Warum erzähle ich von diesem Erlebnis, das ja gar nicht hier in NRW stattfand? Ganz einfach. Es ist das neueste Beispiel einer ganzen Reihe negativer Erlebnisse. Eigentlich passiert es mir mehrmals im Monat, dass ich meine Planung über den Haufen werfen muss oder verspätet zu Terminen erscheine, da ich den ÖPNV nicht oder nur eingeschränkt nutzen kann. Ich bin jedoch nur einer von vielen, einer, welcher vielleicht noch mobiler ist als andere. Mobilität betrifft uns alle. Um in der Gesellschaft teilhaben zu können, muss sich jeder Mensch von A nach B bewegen können. Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, für ältere Menschen, für Kinder mit Kinderwagen oder für Menschen mit temporären Verletzungen ist Mobilität allerdings häufig mit großen Schwierigkeiten behaftet. Ich sage immer, von Barrierefreiheit profitieren alle. Alle können dank Barrierefreiheit teilhaben. Und genauso müssen wir das Thema hier im Parlament doch auch behandeln. Es betrifft jeden früher oder später. Wir müssen Barrierefreiheit abfeiern. Wir müssen das Positive sehen. Dazu reicht eine simple Pro- und Kontraliste und man merkt schnell, dass Barrierefreiheit nur Pro-Argumente liefert. Jeder 10. Mensch in NRW lebt mit Behinderung. Dazu kommt noch der demografische Wandel, der uns jetzt schon ganz klar aufzeigt, dass wir in nicht allzu weiter Ferne viele ältere Menschen in unserer Gesellschaft haben, die auch mit altersbedingten Behinderungen leben werden. Also wenn wir es richtig machen wollen, dann müssen wir jede Maßnahme, die wir als Land initiieren, von Beginn an barrierefrei und inklusiv denken und planen. Es ist ein ähnliches Prinzip wie bei der Energieeffizienz. Bauen wir von Beginn an energieeffizient, ist es deutlich wirtschaftlicher, als bestehendes energieeffizient zu modernisieren. Von Beginn an Barrierefreiheit mitzudenken und auch zu realisieren, wird daher langfristig kostengünstiger sein. Uns fehlen in NRW knapp 150.000 Arbeitskräfte. Wir haben einen Mangel in Berufen der Erziehung, in Pflegeberufen, im Handwerk und auch in der Gastronomie. Auf der anderen Seite haben wir 50.000 Menschen mit Behinderungen, die arbeitslos gemeldet sind und zum Großteil eine gute abgeschlossene Berufsausbildung haben oder AkademikerInnen sind. Diese Menschen sind ein großer Gewinn für den Arbeitsmarkt. Diese Menschen wollen teilhaben, sie wollen helfen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und ich weiß, dass sie es können. Allerdings benötigen sie auch Mobilität, um den Arbeitsplatz zu erreichen. 15 Jahre UN-BRK. Wir feiern dieses Jahr ein Jubiläum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am 26. März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft getreten. Aber es liegt an uns, an diesem Parlament, jetzt dafür zu sorgen, dass wir den Menschen die Rechte ermöglichen, die ihnen zustehen, die uneingeschränkte Teilhabe am Leben. Und da ist Mobilität der Dreh- und Angelpunkt von allem, egal ob es sich um das Wahrnehmen von Terminen geht, um den Arbeitsweg, Besuche von barrierefreien Spielplätzen oder um die Teilhabe an der Bildungsgerechtigkeit in inklusiven Schulen. Dieser Antrag wird nicht von heute auf morgen alle Bus- und Bahnhaltestellen in NRW barrierefrei machen. Dieser Antrag hat aber wichtige Punkte, mit denen wir es schaffen können, mittelfristig Barrierefreiheit in NRW herzustellen. Der bürokratische Aufwand an Förderanträge wird verringert. Die Partizipation mit den Fachverbänden wird gestärkt. Die gesetzlichen Regelungen, die seit Jahren bestehen, werden endlich forciert. Und um das mittelfristige Ziel bis zur Barrierefreiheit zu überbrücken, sorgen wir für Transparenz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit einer barrierefreien, nutzbaren App sorgen wir in Zukunft für etwas, was deutschlandweit ein Novum ist. Wir machen transparent, wie barrierefrei es vor Ort an Haltestellen von Bus und Bahn ist. Gibt es einen Aufzug? Funktioniert der Aufzug? Wo, also an welchem Abschnitt am Gleis, muss ich sein, damit ich in das richtige Abteil einsteigen kann? All diese Fragen sollen mit einer barrierefrei, nutzbaren App beantwortet werden. Und wenn der Fahrstuhl nicht fährt, kann mit Hilfe eines Mängelmelders die Informationen digital und schnell an die zuständige Stelle weitergeleitet werden.
Wir ermöglichen NRW Teilhabe und entwickeln mit Hilfe der App möglicherweise ein Leuchtturmprojekt für die anderen Bundesländer und vielleicht sogar Teilhabe und Transparenz für das gesamte Bundesgebiet. Lasst uns also jetzt die Weichen stellen für Barrierefreiheit in ÖPNV. Ich bitte um Zustimmung.